Wie ein Komet kreiste er immer wieder um den Landstrich seiner Kindheit. Der Pfarrerssohn, der sich aus dem Idyllenreich der fränkischen Provinz ins Traumland der Literatur hineinschrieb. Willkommen in Joditz, Schäferwäldchen des fränkischen Dichters Jean Paul und Wahlheimat eines Jean Paul Besessenen. Seit vielen Jahren betreibt Eberhard Schmidt am Originalschauplatz ein Jean Paul Museum und reist mit dem Poeten durchs Leben. Er lief ins Gehölz und dessen schwimmendes Sonnengold hinein, für ihn eine Kinderaurora. Jetzt schlug die wohlbekannte kleinliche Dorfglocke aus und der Stundenton fuhr so tief in die Zeit und seine Seele hinunter, dass ihm war, als sei er ein Knabe und jetzt sei Feierabend. Und so kam Wult ins überschattete Elterlein hinab, wo er das närrische, verhüllte, träumende Ding, das bekannte Leben, den langen Traum angehoben und wo er im Bette zu diesem Traum, weil er erst ein kurzer Knabe war, sich noch nicht hatte zu kümmern gebraucht. Im Dorf war das Alte das Alte. Alles war in den Stein der Ewigkeit gehauen, alles war in das Meer der langen Zeit gut eingepackt, ganz und wie neu herübergeführt, auch die alte Dürftigkeit. 1765, als Zweijähriger, kam Jean Paul in das Dorf. Bürgerlich hieß er Johann Paul Friedrich Richter. Joditz wurde sein geistiger Geburtsort, den er immer wieder beschrieb. Es folgten Gymnasium, Theologiestudium, Privatlehrerdasein, der Erfolg. Der heute als sperrig geltende stieg zur literarischen Großmacht auf und war mehr gelesen als Goethe. Jean Paul war im Gegensatz zu Goethe zum Beispiel ein Ohrenmensch. Der Goethe war Augenmensch. Der Jean Paul war sehr, sehr musikalisch. Hugo von Hofmannsthal sagt, die deutsche Sprache hat nichts hervorgebracht, was der Musik ähnlicher wäre als Jean Paul. Und Robert Schumann, der ja sehr viel Jean Paul gelesen hat, der sogar zwei Bücher geschrieben hat im Stil Jean Pauls, der schreibt immer an seinen Freund Gisbert Rosen, wenn die ganze Welt Jean Paul lese, sie wäre bestimmt besser, aber unglücklicher. Er hat mich oft dem Wahnsinn nahegebracht. Jean Paul und Eberhard Schmidt. Stolze 700 Titel umfasst seine Handbibliothek mit nahezu allen Erstausgaben von Deutschlands erstem Berufsschriftsteller. Eberhard Schmidt. Das ist der Sammler, der alles Gedruckte des weltweisen Menschenspotters denkt, liest, zitiert. Ein Unbeirrlicher, der Werk und Leben des Vielschreibers seit Jahren mit seiner Frau Karin dokumentiert. Obwohl dessen Sprachfeuerwerk heute gemeinhin befremdet. Was sollte Jean Paul immer laut lesen? Weil diese ungeheuren langen Sätze, die gliedern sich beim Lautlesen dann wirklich so, dass man den Sinn versteht. Dann kommen wieder so schöne Bilder auf der nächsten Seite, dass man einfach das weiterlesen muss. Wirklich, der hat so schöne Bilder. Und er ist ja der Dichter mit den meisten Bildern überhaupt. Also er beschreibt zum Beispiel, wenn er hier wandern geht, und dann beschreibt er die Blumenwiese und wie die sich wiegt im Wind. Und dann geht er auf den Berg und da geht gerade die Sonne unter. Und diese schönen roten Länder, die da vielleicht dahinter liegen. Und dann kommt er mit einem, und das kann eigentlich nur der Chopin, dann in den Himmel ins Philosophische. Und das ist so genial. Und wenn man solche Stellen dann entdeckt, hat man wirklich unheimlich Spaß dran. Über Joditz, das Idyll, schrieb er zum Beispiel: Nur in Dörfern, nicht in der Stadt, hat das Abendläuten Sinn und Wert und ist der Schwanengesang des Tags. Die Abendglocke ist gleichsam der Dämpfer der überlauten Herzen und ruft wie der Kuhreigen der Ebene die Menschen von ihren Läufen und Mühen in das Land der Stille und des Traums. Jean Paul, das war der Gleichnisschöpfer, der Serienproduzent der Aphorismen,
der sich in seinem Bilderrausch und seinem Sturzbach der Abschweifungen direkt in die Herzen vor allem der Frauen schrieb. Er hatte in Hof eine sogenannte erotische Akademie. Er spricht auch von Simultanliebe. 5 junge Mädchen aus dem Bildungsbürgertum Hofs, die Tochter des Bürgermeisters, die Tochter des Postmeisters, die gehörten zum Kreis um Jean-Paul. Hof, das war die Stadt seiner Jugendfreunde, mit denen er sich amüsierte, philosophierte, korrespondierte, an denen er erste Romanpassagen testete. Vor allem das Urteil der Freundinnen interessierte ihn. Also die Damenwelt war auf jeden Fall begeistert, aber die Männer auch. Also es gibt viele, Lichtenberg war begeistert, dann Wieland war begeistert, Herder war begeistert. Also nur Goethe und Schiller waren nicht so begeistert. Schiller sagt aber richtig, hat das getroffen, wie einer, der aus dem Mond gefallen kommt, ihm Jean-Paul vor, der mit allem anderen sieht, nur nicht mit dem der normale Mensch sieht. Hof war aber auch die Stadt seiner Hassliebe, in der er nach eigenen Worten das Schlimmste erlebt, aber das Beste geschrieben. Nach dem frühen Tod des Vaters teilte er hier mit seiner Mutter Jahre der Armut. In Hof taufte er sich später unter dem Eindruck des Revolutionszeitalters, das um ihn tobte, um. In Jean-Paul. In Anlehnung an Jean-Jacques Rousseau, den französischen Philosophen. Und in Hof besuchte er das Gymnasium, das seither seinen Namen trägt. Auch Eberhard Schmidt war dort Schüler. Ich habe immer mich für Jean-Paul interessiert, seitdem ich in Hof eine Buchhandlung aufgemacht hatte, im Jahr 1980. Ich habe damals fürs Briefpapier in meinem Buchladen einen Spruch gesucht von Jean-Paul. Und dieser Spruch, der heißt: Lesen heißt wandern gehen in ferne Welten aus den Stuben über Sterne. Erster Verkaufsladen, zweiter, dritter, vierter. Das war eigentlich ein schöner Buchladen, also ich bin jetzt noch begeistert davon. Ja, wir haben eigentlich auch Lesungen gehabt und das sind Aufnahmen von Lesungen von Gästen hier, kann man sagen. Und da, das war dann Schluss eigentlich nach 15 Jahren und Spaß hat's gemacht. Von nun an trat Joditz, das Dorf des Pfarrerssohns, in das Schmidtsche Leben. Der alte Fachwerkhof mit dem ehemaligen Pfarrgarten stand eines Tages zum Verkauf. Das Ehepaar renovierte ihn und renovierte gleich darauf auch das nebenstehende Weberhäuschen und machte es zum Museum. Vorne werden seither Jean-Paul-Veranstaltungen abgehalten. Im übrigen Teil des Hauses wird Jean-Paul gelesen und gewohnt. Bücher aus aller Herren Länder hat Eberhard Schmidt im Lauf seines Lebens zusammengetragen. Darunter Antiquarisches aus der Zeit, als der ehemalige Buchhändler noch mit Büchern handelte. Anderes stöberten die Schmidts auf Reisen auf oder bekamen es zugesandt für das Museum von Jean-Paulianern. Werkausgaben des Hesperus, des Titan, der Flegeljahre, Sondereditionen der Briefe, Biografien. Da bin ich aber gespannt, was das ist. Ausgemalter Vernichtglaube, das ist wahrscheinlich wieder so ein echt Jean-Paul. Tod, Tod, Tod. Naja, ich habe hier jetzt gefunden, komischer Anhang zum Titan Clavis Fichtiana, das heimliche Klagelied der jetzigen Männer und die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht. Das ist auch was Schönes. Und wahrscheinlich da hinten ist jetzt drin, die wunderbare Jean-Paul und die Schmidts. Frau Schmidt erklärt ihren Bezug zum Dichter damit, dass auch sie in einem evangelischen Pfarrhaus aufwuchs. Herr Schmidt verweist auf das Notwendige. Ganz Deutschland dachte und lebte einmal in Jean-Pauls Bildern und seinen Figuren. Heute, 250 Jahre später, muss man den Dichterphilosophen erklären, was die Schmidts tun. Als Experten, die ständig in Sachen Jean-Paul unterwegs sind und mit ihrem Museum. Erstens Merkur. Flächeninhalte, Familiennachrichten von der. Am 21. März wird das Museum, parallel zum großen Jubiläum, 15 Jahre alt.
als wir das Museum aufgemacht haben, das war wirklich ein Riesenerfolg. Wir haben extra, hast du wahrscheinlich schon erzählt, unsere Familie eingeladen aus ganz Deutschland. Wir dachten, da kommt ja doch niemand. Aber es kamen dann wirklich Leute aus Irland, weil die Schopalianer, die sind eben wirklich richtige Fans. Der Pfarrer hat hinterher geschrieben, die Joditzer haben die Kirche noch niemals so voll gesehen. Also es war unglaublich, weit über 300 Leute waren da. Und dann kam der Bürgermeister zu uns und gesagt, liebe Familie Schmidt, wir haben immer geglaubt, der Jean-Paul ist bloß ein Dichter, aber die Weiber und das Bier, das ist ja ein richtiger Joditzer. Zum 235. Geburtstag hatten die Schmidts ihr Museum eröffnet. Nun steht der große, runde Gedenktag des Dichters an. Schülerinnen des Jean-Paul-Gymnasiums sind da, um mit Eberhard Schmidt eine gebührende Hommage an den lange auch in der Region Verkannten vorzubereiten. Eine musikalische. Im Rahmen eines Seminars entstanden eigene, dem Dichter gewidmete Kompositionen. Referenz an die Traumwelt Jean-Pauls. Konzerttermin ist im Sommer in der Dorfkirche. Über 300 Jubiläumsveranstaltungen sind bayernweit geplant. Und anderes, erzählt Eberhard Schmidt. Der Konditor will eine Jean-Paul-Schokolade machen. Welche Texte er dazu haben will. Lehrerinnen, die Jean-Paul gerade gelesen haben, wollen mit ihrer Klasse Jean-Paul aufführen. Was könnte man denn da machen? Und so weiter. Da kamen Fragen und Fragen und Fragen. Also es gab sehr viel zu tun. Es gibt noch weiterhin sehr viel zu tun. Also es hat sich sehr, sehr viel in den 15 Jahren verändert. Das muss man sagen. Sehr positiv. Jean-Paul ist jedenfalls hier in Hochfranken schon bekannt jetzt. Jean-Paul, der Nationaldichter, ist in seiner fränkischen Heimat inzwischen angekommen. Jahre nach seiner Geburt hat sich der so kantige wie satirisch-poetische Autor ohne Leser in Oberfranken eine neue Gegenwart errungen, die sich inzwischen sogar erwandern lässt. Auf dem 200 Kilometer langen Jean-Paul-Gedenkweg. Auch er entstand aus einer Schmidt-Initiative und ist ein Weg, sich dem poetischen Idyllenreich des Jean-Paul zu nähern.